Berlin zeigt sich gerne von seiner schönsten Seite. Weltoffen für jeden. Doch Berlin brennt vor dem Roten Rathaus. Nicht extern, sondern intern. In Berlin brennen nicht nur die Häuser. In Berlin brennt die Feuerwehr. Und ich erhebe meine Stimme für die Lebensretter der Berliner Feuerwehr. Einigen von Ihnen bin ich bekannt, als Sanitäter auf Streife Berlin oder als Notärztin aus dem deutschen Tatort. Oder aus diversen anderen TV-Formaten. Und wie man sehen kann, ist nicht nur das eine oder andere Filmauto Schrott, nein, den Einsatzwagen der Berliner Feuerwehr geht's genauso. Bereits in meinem Zeitungsartikel vom 01.08.2016 habe ich auf die Missstände innerhalb der Berliner Feuerwehr hingewiesen. Damals in Zusammenhang mit den Ausschreitungen in der Rieger Straße. Hiermit habe ich den damaligen Innensenator Frank Henkel im Wahlkampf abgestraft. Wie sieht's denn nun heute aus? Wie man feststellen muss, nicht besser. Die Berliner Wachen sind zum Teil marode. Sie verfallen außen sowie innen. Es wird nicht saniert, sondern lediglich Flickschusterei betrieben. Und 12,75% aller Einsatzwagen der Berliner Feuerwehr sind fahruntauglich. Im stillen Protest haben sich nun die Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr vor dem Roten Rathaus versammelt und protestieren leise gegen die Arbeitsbedingungen innerhalb der Berliner Feuerwehr. Und das in ihrer Freizeit. Was verlangen also die Mitarbeiter der Berliner Feuerwehr? Keine unmöglichen Dinge, lediglich die Einhaltung der Wahlversprechen aus 2016. In Berlin fehlen derzeit 1.475 Einsatzkräfte bei der Berliner Feuerwehr. Durch die Dienstzeitumstellung von 24 Stunden auf 12 Stunden erhöht sich die Personaldecke. Gleichzeitig erwartet man jedoch, dass die Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr wöchentlich 12 Stunden mehr Dienstzeit leisten. Das Ganze natürlich unentgeltlich. Bei Dienstantritt des neuen Innensenators Geisel versprach dieser, die Auszahlung der Überstunden aus den Jahren 2001 bis 2004 bis Ende 2017 zu leisten. Sein nächstes erklärtes Zahlungsziel ist 2021. Und Gott sei Dank haben wir zwischendurch ja wieder eine Wahl. Hierzu schweigt die Politik. Sowohl Innensenator von Berlin als auch Finanzsenator von Berlin lassen die Türen des Roten Rathauses verschlossen. Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Rettungswagen hier in Berlin beträgt momentan 25 Minuten. Bei meinem letzten Einsatz als freiwillig als Rettungssanitäter musste ich sogar an 25 Fällen Patienten mit dem Taxi ins Krankenhaus schicken. Zu diesem Zeitpunkt war der Berliner Rettungsdienst überlastet und es war kein Rettungswagen verfügbar. In den 25 Fällen handelte es jeweils um Patienten mit Herzinsuffizienz. Sieht denn so demnächst die Arbeit der Berliner Rettungskräfte aus? Werden demnach zukünftig alle Patienten mit dem Taxi befördert? Oder wie hat sich die Politik das vorgestellt? Warum schweigen Sie, Herr Geisel? Und warum schweigen Sie, Herr Kollerts-Ahn? Weil Sie davon ausgehen, dass es Sie mit einem Chauffeur sowieso nicht betrifft? Berlin brennt. Und das nicht erst seit gestern. Berlin brennt geht nunmehr in die fünfte Woche. Also handeln Sie im Roten Rathaus, damit Ihnen nicht Berlin unter den Stühlen wegfackelt.